Auf Matthäus Kapitel 16 und wie kann es anders sein? Wir müssen uns kurz erinnern, wo wir gerade sind. Also alle, die letzte Woche da waren, sind jetzt kurz für die nächste Minute Mode. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Wohin? Er ist auf dem Weg nach, weiß es jemand noch? Er ist auf dem Weg in welche Himmelsrichtung? Nach Norden, genau. Und zwar an die äußerste Grenze, da wo früher die Nordgrenze Israels war, in Dan. Und er kommt zu einer Stadt, die damals recht bekannt war, eine heidnische Stadt mit Namen Caesarea Philippi. Nicht wahr? Und das ist nicht das Caesarea, das an der Küste ist, sondern ein anderes Caesarea, auch benannt nach den Kaiser, nach Augustus und Tiberius von Philippus. Deswegen heißt es das Caesarea Philippi, ja, das Caesarea von Philippus, dem Tetrarchen, der dort im Gebiet des Libanongebirges, da im Nordosten sein eigenes Vierfürstentum, seine eigene Tetrarchie hatte. Also er ist außerhalb von Galiläa und wir sehen ja, in diesen letzten Wochen hat er sich immer so ein bisschen um Galiläa drum bewegt. Ja, er ist eigentlich auf der Suche nach Platz mit seinen Jüngern, wo er ungestört von den Juden den Jüngern einiges beibringen möchte. Und wir haben gesehen, und das haben wir in den Wochen vorher schon gesehen, er hat eigentlich etwas auf dem Herzen. Er hat eine Bürde und das ist ganz wichtig, um diese ganze Geschichte zu verstehen. Was ist eigentlich das, was er ihnen mitteilen möchte? Wisst ihr noch? Wir haben gesagt, er hat eine Bürde. Was ist seine Bürde? Er möchte ihnen endlich mitteilen, was noch kommen soll. Es ist weniger als ein Jahr bis zur Kreuzigung hin. Er weiß genau, was kommt und seine Jünger haben keinen blassen Schimmer. Ja, das ist eigentlich von Anfang an sein Wunsch gewesen. Wir haben gesehen, in den Geschichten vorher hat er immer schon wieder symbolisch versucht, ihnen deutlich zu machen, ihr versteht noch nicht alles. Erinnert euch an den Blinden, der bei Bethsaida angespuckt worden ist von ihm und der dann erst unscharf gesehen hat und der dann nochmal geheilt werden musste, wo er den Jüngern deutlich machen wollte, auch wenn ihr mich schon seht, ihr seht mich noch nicht klar. Und da gab es mehrere Geschichten in der Hinsicht. Und wir haben gesehen, das haben wir letztes Mal angesprochen, Jesus hat ein Ziel, er will den Jüngern sagen, dass er gekreuzigt wird. Aber das kann er nicht so ohne weiteres, er will ihnen vorher eine Gelegenheit geben, noch einmal ihren Glauben zu bekräftigen. Und um das einzufehlen, fragt er sie zuallererst, was denken die Leute, wer ich sei. Also das ganze Gespräch, haben wir festgestellt, von Jesus baut sich auf ein Ziel hin, da werden wir heute auch nicht zukommen auf dieses Ziel, aber das ist so ganz klug gemacht. Er fragt erst die Jünger, was denken die Leute? Wer bin ich? Und was antworten die Jünger? Der eine sagt so, der andere sagt so, was sagen die Leute alle so? Elia, Johannes der Täufer, einer der anderen Propheten, interessanterweise Jeremia. Ja? Die Botschaft von Jesus muss irgendwie an Jeremia erinnert haben. Und dann stellt Jesus die Frage und sagt, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und wer ist der Erste, der antwortet? Petrus, ja, Simon. Simon Petrus und der sagt dann was? Könnt ihr mal nachlesen in Vers 16, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und letzte Woche haben wir etwas sehr Wichtiges gelernt für diese Geschichte. Nämlich, war das zum ersten Mal, dass Simon Petrus diese Erkenntnis gehabt hat? War das eine, so wie es oft dargestellt wird, eine Erleuchtung, die plötzlich über ihn kam? Ja oder nein? Nein. Sondern wir haben festgestellt, Simon Petrus hatte genau dasselbe schon mal gesagt. Nämlich wann? Wo hat er das schon mal gesagt? Wo hat er schon mal gesagt, ich weiß, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Sohn Gottes. An welcher berühmten Geschichte, als ihn ah, ja, genau, das kommt dann noch. Aber wo hatte Jesus schon vorher mal gesagt, ich weiß, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes? Genau, als alle Jesus verlassen haben in Johannes 6, ja, nach der Speisung der 5000, das war ja ein paar Geschichten vorher, nach der Speisung der 5000, als dann am nächsten Tag, als Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ihr müsst mein Fleisch essen, mein Blut trinken, als ihn dort alle verlassen, fragt Jesus auch die Jünger, wollt ihr auch gehen? Und dann sagt Jesus, sagt Petrus, wo sollen wir gehen? Nur du hast Worte des Lebens. Ja, und wir haben erkannt, könnt ihr mal nachlesen, lasst euren Finger hier. In Matthäus 16, gehen gleich sofort rein. In Johannes 6 sagt er dann am Ende in Vers 69, und wir haben geglaubt und erkannt,
dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Könnt ihr sehen? Wortwörtlich. Also es ist ganz wichtig. Simon Petrus hat hier in Caesarea Philippi nicht plötzlich durch eine Spontanillumination erkannt, Jesus der Christus. Ellen White sagt, die Jünger haben das von Anfang an geglaubt. Nathanael sagt das schon an dem Tag, wo er mit Jesus in Kontakt kommt. Diese 12, deswegen hat Jesus sie auch sie besonders dann ausgewählt, das waren die, die von Anfang an überzeugt waren, Jesus ist der Messias, er ist der Christus. Und Jesus gibt ihnen eine Gelegenheit, noch einmal zu bekennen, was sie schon wissen und glauben, damit auf diesem Bekenntnis aufbauend er ihnen jetzt das sagen kann, was sie noch nicht verstehen. Das ist die Idee. Und mit diesem Gedanken springen wir jetzt in die Geschichte in Vers 17. Simon Petrus wiederholt das, was er schon die ganze Zeit glaubt. Du bist der Sohn Gottes, nicht wahr? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt kommt die Antwort von Jesus. Wer mag mal Vers 17 lesen? Genau, Jesus antwortet. Und diese Antwort, die ganzen nächsten Verse, die haben so in sich, das ist so ein Schatz. Ja, da kann man so viele tolle Sachen jetzt studieren. Es geht schon los mit dem ersten Wort. Wie geht's los? Er sagt, glückselig. Naja, woher kennt ihr dieses Wort glückselig? Bergpredigt, ja. Und bei den Seligpreisungen, worum geht's da? Weil glückselig sind die geistlich Armen, glückselig sind die Trauernden, glückselig sind die Sanftmütigen, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Was wird da beschrieben? Eine Form vom Gesetz, ja, das Gesetz spielt auch eine große Rolle, aber was beschreibt Jesus in den Seligpreisungen? Glückselig sind die Barmherzigen, wenn er sagt, sie werden. Was beschreibt Jesus in den 8 Seligpreisungen? Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, die sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen oder erben. Glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen. Was beschreibt er da? Er beschreibt das Evangelium. Er beschreibt, wie ein Mensch, der geistlich arm ist, nach der Gerechtigkeit, wie er die Gerechtigkeit findet und dann Barmherzigkeit findet, nicht wahr? Ein Sohn Gottes genannt wird, ein Friedensstifter wird und am Ende sogar verfolgt wird, weil er so gerecht ist, nicht wahr? Er beschreibt das Evangelium. Er beschreibt den Weg der Erlösung. Glückselig hat etwas zu tun mit dem Evangelium. Ihr wisst vielleicht, glückselig kommt auch schon im Alten Testament vor. Aber da wird es nicht glückselig übersetzt, da ist dieselbe Idee immer wohl dem. Kennt ihr irgendeine berühmte Stelle mit wohl dem? Psalm 1, Vers 1, oder? Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Also Jesus verwendet hier ein Wort, das deutlich machen soll, du bist auf dem richtigen Weg. Ja? Du bist genau da, wo die Psalmen dich haben wollen. Du bist da, wo die Bergpredigt dich haben will. Glückselig bist du. Das ist also nicht so ein bisschen gut gemacht, ja, hast du mich ein bisschen geschmeichelt, sondern er sagt, mit diesem Wort, mit dieser Erkenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, bist du auf dem richtigen Weg, du bist auf dem Weg der Erlösung, glückselig. Und dann sagt er, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Jetzt könnt ihr mir mal verraten, warum nennt er ihn Simon, Sohn des Jona? Simon, Sohn des Jona. Hat das was mit dem Jona zu tun aus dem Alten Testament? Ganz genau. Also das ist ein interessanter Punkt, weil hier sein Vater offensichtlich tatsächlich Jona hieß. Ja, also Simons Vater und demzufolge auch der Vater von Andreas hieß Jona. Ja, und er sagt, okay, das ist ein wichtig, interessanter Gedanke, dass Jesus sagt, das, was du gerade erkannt hast, das weißt du nicht von deinem Vater aus zu Hause sozusagen, das weißt du von deinem Vater im Himmel. Gibt es denn noch eine Stelle, wo Jesus ihn schon mal Simon, Sohn des Jona genannt hat? Johannes 1, genau. Und Johannes 1, da ist die Berufung, oder? Also schauen wir mal in Johannes 1. Und das ist jetzt ganz interessant.
in Johannes Kapitel 1 und ihr werdet gleich sehen, die Geschichten haben was miteinander zu tun. In Johannes 1 und dort Vers 41, da heißt es, dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Was heißt Messias auf Griechisch? Christus. Ihr habt das, was Petrus jetzt auch sagt. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir haben den Messias, den Christus gefunden. Das heißt, übersetzt den Gesalbten. Und er führt ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn. Ja, und damit sagt er quasi erstmal nichts weiter, als ich kenne dich ganz genau. Ich weiß, wie du heißt. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wer dein Vater ist. Ja. Der Simon kommt ja nichts ahnend zu Jesus und hat nur gehört, dass der Messias und Jesus sagt, ich weiß genau, wer du bist, ich weiß, wer dein Vater ist, ja, und ich weiß alles von dir. Ich meine, Ellen White sagt, er kannte die gesamte Geschichte von Simon bis in die Zukunft. Er wusste alles, was passieren würde. Simon, Sohn des Jonas. Und dann sagt er, was interessant ist, er sagt nämlich, du sollst Kephas heißen. Und Kephas ist übersetzt der Stein. Und Kephas ist was für eine Sprache? Weiß das jemand von euch? Aramäisch, genau. Weiß jemand von euch, was das auf Griechisch heißt? Petrus. Also hier in Johannes 1 kommt Simon Petrus, also Simon, ja, der hieß ja bis dahin nur Simon, ja, Simon, Sohn des Jona, also Simon bar Jona oder so. Da kommt zu Jesus, von dem er hört, dass er der Messias ist. Ja, er hat bisher nur gehört, dieser Jesus ist der Messias. Und er kommt jetzt hin und sagt, hey, ich habe gehört, du bist der Messias. Ja, und Jesus sagt, du bist Simon, Sohn des Jona, und du wirst Kephas/Petrus heißen. Jetzt in Matthäus 16 fragt ihn Jesus, denselben Petrus, denselben Simon, wer denkst du, dass ich bin? Und er sagt, du bist der Messias. Und Jesus sagt dann zu ihm, glückselig, Simon, Sohn des Johannes, und dann im nächsten Satz, schaut mal, Matthäus 16, was ist der nächste Satz? Sagt dann, du bist, in Matthäus 18, und ich sage dir auch, du bist Petrus. Könnt ihr sehen, dass da eine ganz enge Parallele zu Johannes 1 ist? In Johannes 1 sagt Jesus, du bist Simon, Sohn des Jona, du sollst Petrus heißen. Und hier haben wir wieder dasselbe Element. Er sagt jetzt, so als wenn quasi so ein Meilenstein in seinem Leben gekommen ist. Es gibt nur noch eine Stelle, wo, ich glaube, du hast es schon erwähnt, wo Jesus noch einmal sagen wird, Simon, Sohn des Jona. Das war bei welcher Stelle? Das hast du, glaube ich, schon gesagt. Wann sagt Jesus noch einmal, ein drittes Mal in seinem Leben, Simon, Sohn des Jona? Das war dann in Johannes 21, am Kohlenfeuer nach der dreimaligen Verleugnung, da sagt er Simon, Sohn des Jona. Man könnte quasi die gesamte Geschichte von Petrus in diesen drei Geschichten erzählen. Ja? Die Begegnung mit Jesus in Johannes 1, dann dieser Moment in Caesarea Philippi, der ja noch so ganz dramatisch werden wird, und dann Johannes 21, seine Wiederbekehrung sozusagen. Dreimal Simon, Sohn des Jona, und du wirst Petrus heißen. Gut, also was ist sozusagen die Idee, die Jesus hier in Matthäus 16, Vers 17 sagt, er sagt ja, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Mit eigenen Worten mal ausgedrückt. Ja? Wir haben schon gesagt, okay, das basiert nicht auf seinem Vater. Was können wir noch sagen über diese Aussage? Was will Jesus ihm jetzt hier deutlich machen? Mit eigenen Worten mal zusammengefasst, was er hier sagt. Okay, also nicht alles, das ist von Gott offenbart, ja? Also der Punkt ist ja der, Simon sagt etwas, Petrus sagt etwas, was er schon seit längerer Zeit glaubt. Und Jesus erinnert ihn jetzt an etwas sehr Wichtiges. Das, was du glaubst, ist richtig, aber denke bloß nicht, dass du es glaubst, weil du so klug bist. Glaubt ihr, das ist möglich, dass man wahre Dinge glaubt und stolz darauf ist, dass man sie glaubt? Dass man sich rühmt und sagt, ich bin siebenten Tags Adventist, ich habe die Prophetie verstanden. Ja, ich weiß überhaupt, dass es Prophetie gibt. Ja? Und Jesus sagt, glückselig bist du, dass du das weißt, aber vergiss nicht, dass du das weißt, hat nichts mit dir zu tun. Denn wie wir noch sehen werden, hat der Petrus ja im Laufe der Zeit noch ganz viel Probleme damit, dass er denkt, er,
Er kann, nicht wahr? Er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, ja? Und Jesus sagt ihm etwas sehr Wichtiges, das wir nicht vergessen sollten. Er sagt, du hast die Wahrheit, aber erinnere dich daran, dass es nicht dein eigener Verdienst ist. Das kommt manchmal vor, dass wir uns bewusst sind, dass wir die Wahrheit haben, aber wir vergessen, dass wir die Wahrheit allein von Gott haben. Und dass wir Gott von Herzen dafür danken können. Mal ganz ehrlich, wie oft danken wir persönlich Gott dafür, dass wir all schon das wissen, was wir wissen? Wie oft danken wir Gott, dem Vater im Himmel, und sagen, danke, dass du mir das beigebracht hast. Danke, dass ich weiß, dass Jesus wiederkommt. Danke, dass ich den Sabbat erkennen durfte. Danke, dass ich die Prophetie verstehen durfte. Danke, dass ich weiß, wie die Toten wirklich sind. Danke, dass du mir das alles offenbart hast. Weil wenn wir das wirklich wissen, wissen wir es nicht wegen unserer Erziehung, nicht wegen unseren Eltern, nicht wegen unserer Kindersabbatschule oder wegen einem Theologiestudium oder Bibelstunden. Wir wissen es, weil Gott es offenbart. Der kann zwar Menschen benutzen, aber es ist immer letztendlich Gottes Offenbarung. Und noch etwas ist hier wichtig. Ihr wisst ja, wie wir gesagt haben, Jesus hat im ganzen Gespräch ein Ziel. Was nochmal sein Ziel? Was war sein Ziel? Was am Ende bei rauskommen soll? Nicht aus den Augen verlieren. Was ist sein Ziel im gesamten Gespräch? Er will ihnen sagen, dass er gekreuzigt wird. Er muss ihnen eine unbequeme Wahrheit nahebringen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal die Aufgabe gehabt, einem Menschen eine Wahrheit zu übermitteln, von denen ihr wusstet, die ist unangenehm? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja? Und Jesus macht hier etwas sehr Kluges. Er zeigt Petrus und damit den Jüngern, Gott hat euch bis hierhin schon geführt. Ihr seid nicht auf einem Irrweg. Ja? Alles, was ihr bisher erlebt habt, das war Gottes Führung. Und wenn ihr ihm folgt, dann dürft ihr wissen, dass auch weiter er euch führt. Auch wenn die Wahrheiten, die ihr jetzt vielleicht hören werdet, unbequem sind. Das hat ja auch was Ermutigendes, wenn ich weiß, Gott hat mich bis hierhin geführt, oder? Wenn ich immer denken muss, meine Güte, bin ich überhaupt richtig, bin ich falsch, ja? Wenn ich weiß, Gott hat mich bis hierhin geführt, ich bin auf dem richtigen Weg, dann bin ich in einer anderen Position, auch mit Enttäuschung umzugehen, als wenn ich mir überhaupt ganz unsicher bin, ob ich überhaupt von Gott geführt bin. Ja? Ihr wisst vielleicht, ihr kennt vielleicht die erste Vision von Ellen White, oder? Wo sie diesen schmalen Weg gesehen hat. Und da gibt es Menschen, alle sind irgendwann mal irgendwie entmutigt und sagen, ach, wir dachten, die Stadt kommt früher, ja, und es dauert noch so lange, ja, und dann ermutigt sie Jesus und das ein Licht scheint und alles geht weiter. Aber es gibt Menschen, die fallen dann runter. Und die fallen nicht runter, weil sie zu dumm sind zum Laufen, die fallen runter, weil sie sagen, Gott hat uns gar nicht bis hierhin geführt. Ja, genau, die haben gedacht, das war nicht Gottes Führung, ja, wir sind hier irgendwie. Und in dem Moment, wo sie das verleugnen, dass es Gottes Führung war, geht das Licht hinter ihnen aus, der Mitternachtsruf, sie verlieren Jesus aus den Augen und fallen in die Welt. Wir müssen uns also immer wieder, auch wenn wir an Endzeit denken und wissen, es wird noch viele Enttäuschungen geben, persönlich, als Gemeinde, ja, die Endzeit wird kein Zuckerschlecken, müssen wir uns daran erinnern und bewusst machen, Jesus hat mich bis hierhin geführt und hat mir viele Wahrheiten geschenkt. Und das war Jesu Methode selbst, um seine Jünger vorzubereiten auf das, was noch kommt. Wem hat er all das offenbart? Schauen wir mal zurück, nochmal in Matthäus 11 und dort Vers 25 bis 27. Matthäus 11, Vers 25, das kennt ihr ja sicher, nicht wahr? Zu jener Zeit, mag das jemand lesen, Vers 25 bis 27? Ja, genau, bis 27, genau, danke schön. Also Jesus sagt, um die Wahrheit zu erkennen, muss man nicht besonders klug sein. Man muss nicht mal irgendwelche besonderen Qualifikationen haben, sondern was ist das Kriterium, um die Wahrheit zu erkennen? Was ist das Kriterium? Das war das einzige Kriterium, das der Petrus erfüllt hat. Was war das Kriterium? Ja? Ja, genau, aber wie kommt die zu mir? Gott möchte sich ja allen offenbaren. Warum konnte der Petrus das verstehen?
Das stimmt durch den Heiligen Geist, ja, das stimmt. Also konkret jetzt in dem Fall, wem? Ja, Gott hat es wohlgefallen, genau. Ja, aber wie, also was ist die Bedingung, damit ein Mensch tatsächlich von Gott gelehrt wird? Gott macht ja keinen Unterschied und sagt, dich will ich lehren, dich nicht, oder? Durch den Sohn, oder? Jesus sagt ganz deutlich, man kann Gott den Vater, man kann die Wahrheit nur durch den Sohn verstehen. Und warum hat, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, warum hat Petrus die Wahrheit gehabt und nicht die Sadduzäer und die Pharisäer? Weil Petrus bei Jesus war und die Sadduzäer nicht. Nicht, weil er klüger war, nicht, weil er erfahrener war, auch nicht, weil er handwerklich begabter war, sondern einzig und allein, weil er bei Jesus war. Deswegen hat er die Wahrheit. Und deswegen konnte ihm der Vater das auch beibringen. Jesus sagt nicht, oh Petrus, du bist aber Glückspilz, ja, der Vater hat es sich gefreut, dir was mal beizubringen zu können, ja, so, schätz dich glücklich, ja, du hast mal Glück gehabt, ja, den anderen zeigt das nicht. Nein, nein, er sagt, weil du bei mir bist, kann der Vater dich lehren. Und solange du bei mir bleibst, wird er dich lehren. Weil die Schwierigkeit besteht jetzt darin, und Jesus weiß ja, was kommt, dass der Weg, den Jesus gehen wird, immer unangenehmer für Petrus werden wird. Und ihr kennt die Geschichte, ihr wisst, dass er irgendwann zu dem Schluss kommt, nicht wahr, also, nee, ja, so will ich nicht gehen, ja. Und dann rennt er ins Dunkle, ja, und muss sich am Ende bekehren. Wenn wir wissen wollen, dass wir bei der Wahrheit sind, müssen wir bei Jesus bleiben. Schauen wir noch einen Vers an, der sich hier erfüllt hat, Jesaja 54. Jesaja 54 und dort Vers 13. Ganz tolle Verheißung. Wer mag mal lesen? Jesaja 54 und dort Vers 13. Genau, das ist die Verheißung. Alle Kinder Israels werden von dem Herrn gelehrt werden. Man könnte umdrehen, alle, die vom Herrn gelehrt sind, sind echte Kinder Israels. Ja, das sind die wahren Kinder Israels. Mit anderen Worten, im Grunde genommen kann man auch sagen, Jesus sagt dem Petrus, du bist ein echter Israelit, denn du bist vom Herrn gelehrt. Ja, der Gamaliel und die ganzen Sadduzäer und Pharisäer, das sind keine echten Kinder Israels, weil die sind von wem gelehrt? Ja, vom anderen Rabbi, ja, von anderen Theologen, die sich gegenseitig dann irgendwie was erklären. Aber die werden nicht vom Herrn gelehrt. Ein echtes Kind Israel ist jemand, der von Gott selbst gelehrt wird, weil er mit Jesus wandelt. Ellen White sagt, die Wahrheit, die Jesus bekannt hatte, ist das Fundament des Glaubens. Es ist das, was Christus selbst erklärt hat, ewiges Leben zu sein. Aber der Besitz dieser Erkenntnis war kein Grund für Selbstverherrlichung. Durch keine Weisheit oder Güte aus sich selbst heraus war das dem Petrus offenbart worden. Niemals kann die Menschheit aus sich selbst heraus das Göttliche erkennen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns. Nur wenn wir Jesus folgen, kann er uns Wahrheit offenbaren. Und jetzt können wir zum nächsten Punkt gehen, zu Vers 18, zu diesem so oft missverstandenen Vers. Denn Jesus sagt jetzt, und wer mag mal lesen, Vers 18? Vers 18? Matthäus 16, Vers 18? Genau. Also ihr versteht jetzt wahrscheinlich, warum das Problem, ihr kennt ja die Missinterpretation, nicht wahr? Die Missinterpretation ist, du bist Petrus und auf dich, weil Petrus heißt Stein, auf dich baue ich meine Gemeinde. Und irgendwann im Ende des 4., vor allem im 5. Jahrhundert, kam dann die Gemeindeleiter in Rom auf die Idee, wir sind die größte Stadt der Welt, wir müssten Einfluss haben, ja? Petrus war doch ein wichtiger Apostel. Ah, Jesus hat gesagt, seine Gemeinde ist hier auf Petrus gebaut und Petrus war mal in Rom. Deswegen ist es doch offensichtlich, dass die Gemeinde in Rom das Zentrum der Welt ist. Ja? Sie hatten ein bisschen ein Problem, weil Petrus auch in Antiochia war und in Alexandria. Das mussten sie alles noch umerklären. Da haben sie den Paulus noch dazu genommen. Aber so kommt das her. Ja? Und die Idee war dann sozusagen zu sagen, Petrus war der Erste, der es verstanden hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ja? So plötzlich hat Gott der Vater ihm das eingegeben und deswegen wird er erwählt. Aber wie wir gesehen haben, muss das falsch sein, weil Petrus es schon längst vorher wusste. Es war keine Spontanerleuchtung, sondern
Es geht hier um einen viel längeren Prozess, der alle Jünger betroffen hat. Also von daher kann die Auslegung eigentlich schon nicht stimmen. Also eins ist sicher, dieser Petrus, im Griechischen Petros, das bezieht sich hier auf Johannes 1 zurück, nicht wahr? Wo Jesus sagt, du bist Simon, der Sohn des Jona, du sollst Kephas heißen. Ja? Was bedeutet das denn, wenn ein Name sich ändert? In der Bibel. Habt ihr schon mal erlebt, dass in der Bibel sich ein Name ändert? Saulus, genau, Paulus, Abraham zu Abraham, Jakob zu Isaak. Was ist denn da meistens mit verbunden? Was habe ich gesagt? Israel, ja, Entschuldigung, natürlich, ja, genau, danke schön. Zu Israel. Was ist damit verbunden? Genau, ein Bekehrung, ein neuer Abschnitt, ja, eine fundamentale Änderung des Denkens. Was heißt Simon? Genau, das hat was mit Hören zu tun. Ja, gibt es eine ganz tolle Stelle in später Lukas 22, wo Jesus sagt: Simon, Simon, höre, ja, hör mir zu sozusagen. Jesus sagt zu ihm: Du wirst nicht Simon sein, du wirst Petrus sein. Das heißt, dieser Name hat etwas mit einer Änderung in seinem Leben zu tun. Und jetzt sagt Jesus hier in diesem Moment, als Simon genau das sagt, was das Fundament des Glaubens ist: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da sagt er: Du bist Petrus. Ja? Also Petrus sagt: Du bist der Christus. Und Jesus sagt: Und du bist Petrus. Das ist im Griechischen ganz emphatisch. In beiden Fällen: Du bist Jesus, also du bist Christus, du bist Petrus. Also Jesus antwortet quasi darauf, das ist wie so ein Wortspiel. Du bist Petrus. Jetzt habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass es in diesem Vers zwei griechische Worte gibt. Es gibt nämlich Petrus und Petra. Wenn ihr euch schon mal mit Griechisch beschäftigt habt, dann wisst ihr, das eine ist maskulin, ja, und das ist feminin. Ist eigentlich so die gleiche Wortwurzel. Man könnte auch sagen, das ist so die weibliche Form von Petros. Aber, und das ist jetzt sehr entscheidend, im Altgriechischen, vor allem im klassischen Griechisch, haben diese beiden Worte eine etwas andere Bedeutung. Nämlich Petros, wisst ihr, was Petros heißt, wörtlich? Ja, es wird manchmal gesagt, aber eigentlich ist dieser kleine Kieselstein eigentlich Lithos. Also Petros ist schon ein echter, schwerer Stein, aber einen, den man schmeißen kann, einen, den man umdrehen kann. Also zum Beispiel gibt es bei Homer in der Odyssee oder Ilias eine Stelle, wo dann der Ajax einen Stein nimmt und nach Hektor wirft. Ja, so einen Stein, den man werfen kann. Es gibt andere Stellen, wo man so Steine umdreht. Ja, sie ließen keinen Petros umgedreht quasi. Ja, also Steine, die man bewegen kann. Aber Petra steht für Felsen und Steine, die quasi unbeweglich sind, die so schwer sind, so groß. Also zum Beispiel gibt es in einer Stelle bei Homer einen Felsen, ein Stein, der ist vor einer Höhle und 22 Wagen können den nicht bewegen. Ja, oder manchmal wird das Wort auch verwendet so für große Felsenspitzen oder so. Das heißt, in beiden Fällen ist es so Stein, aber das eine ist beweglich und das andere ist quasi unbeweglich oder eigentlich nicht wirklich menschlich beweglich. Und das ist jetzt interessant. Warum ist wohl Petrus, also Simon, ein Petrus und kein Petra? War Simon Petrus ein beweglicher Mensch oder ein unverrücklicher Fels in der Brandung? Ja, wir werden die Geschichte noch weiterlesen. Ja, es dauert keine paar Minuten, bis er plötzlich auf der anderen Seite quasi ist. Ja? Geschweige denn von seiner Verleugnung. Simon kann nicht der Petra sein, das kann nicht dasselbe sein. Das hat zwar eine Ähnlichkeit, aber es ist nicht dasselbe. Der Fels. Jetzt, natürlich, wir haben jetzt, auch wenn wir kein Griechisch können, woher kommt die Idee von dem Fels? Wen oder was meint Jesus, wenn er sagt, auf diesen Felsen? In den Psalmen zum Beispiel, ja? Was wolltest du sagen? Ja, genau. Wir fangen mal noch vor dem Psalm an in 5. Mose. 5. Mose 32. Und da sehen wir jetzt eine Idee, die sich durch das ganze Alte Testament hindurchzieht. 5. Mose 32 und dort Vers 3 und 4.
denn ich will den Namen des Herrn verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der, was ist das nächste Wort? Er ist der Fels. Vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Werke sind gerecht. Ein Gott, der treu und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Der Gott Israels ist ein Fels. Noch ein Vers in Psalm 62. In Psalm 62 und dort Vers 6 und 7. Psalm 62, Vers 6 und 7. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels. Und meine Heil, meine sichere Burg, ich werde nicht wanken. Und in den Psalmen gibt es viele Stellen, die sagen, nicht wahr? Gott ist mein Fels, ja, meine Burg. Er ist der, auf den ich bauen kann. Und dann gibt es eine ganz interessante Stelle in Jesaja 28. Schaut mal, Jesaja 28 und dort Vers 16. Und die ist jetzt ganz grundlegend, auch um Matthäus 16 zu verstehen. Also wir haben schon im Alten Testament die Idee, dass der Gott Israels, also der Sohn Gottes, der sich dann ja auch in dem Neuen Testament offenbart, dass der ein Fels ist. Und jetzt schaut mal in Jesaja 28 und dort Vers 16. Dort steht, wer mag mal lesen, Jesaja 28, Vers 16. Genau. Gott sagt hier, ich lege in Zion, in meiner Gemeinde, einen Stein. Und zwar, er sagt, einen bewährten Stein. Man könnte auch übersetzen, einen Stein der Bewährung. Einen Stein, an dem sich zeigt, wie das Volk zu Gott steht. Wer ist dieser Stein, an dem sich offenbart, wie das Volk wirklich denkt? Das ist Jesus. Ja, an Jesus wird offenbar, wer wirklich Gott sucht und wer nur schauspielert, wer nur heuchelt. Ja, an Jesus ist dieser Stein des Anstoßes. Ja, ein kostbarer Eckstein, und bei mir steht in der Schlachter, er ist auf das Festeste gegründet. Ja, also nicht nur irgendwie fest, er ist auf das Festeste gegründet. Unbeweglich. Ein Fundament, auf dem man sicher bauen kann. Und dann heißt es, wer glaubt, flieht nicht. Das heißt, was muss der Gläubige tun? Ja, er muss glauben. Wer an Jesus glaubt und auf Jesus vertraut, der kann nicht untergehen. Das ist quasi die Idee. Ja? Wer an Jesus aber Anstoß nimmt, wer sich von Jesus distanziert, wer lieber seinen eigenen Wegen nachgeht und nicht Jesus folgen will, der baut nicht mehr auf dem Fels. Ja? Und das ist ja das, was passiert in Johannes 6, nicht wahr? Wo dann die ganzen Menschen, die mit Jesus gingen, irgendwann merken, das wird zu heiß. Ja, wir müssen richtig mit Jesus leben. Wir müssen sein Fleisch essen. Wir müssen sein Blut trinken. Wir sind abhängig von Jesus. Das wollen wir nicht. Und sie gehen. Ja, aber Petrus und die anderen Apostel, die bleiben bei ihm, weil er Worte des ewigen Lebens hat. 1. Korinther 3 sagt, 1. Korinther 3 und dort Vers 10 und 11, dort steht, in Vers 11 reicht im Prinzip, 1. Korinther 3, Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Es kann gar kein anderes Fundament geben. Ja? Petrus kann gar nicht das Fundament der Gemeinde sein. Das wäre völlig absurd, widerspricht dem gesamten Tenor der Bibel. Und Petrus selbst, fragen wir mal ihn, ja? Nicht wahr? Der muss ja selbst gewusst haben, was Jesus zu ihm gesagt hat. Petrus selbst spricht von dem Stein und ratet mal, ob er von sich selbst redet. Na, in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 4 und 5, da sagt er, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, von wem redet er da? Wer ist dieser Stein? Das ist Jesus, oder? Sodass auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also halten wir fest, was Jesus eindeutig sagt, ist, das Fundament der Gemeinde ist Jesus Christus selbst, er ist Petra. Aber jetzt kommt's, und da sind wir manchmal nicht ganz hundertprozentig zu Ende gedacht gewesen. Jesus sagt nicht, du bist Simon und ich bin Petra, sondern er sagt, du bist, was sagt er? Du bist Petros.
und ich bin Petra. Es stimmt zwar, das sind zwei unterschiedliche Personen, aber was wir manchmal vergessen ist, wie ähnlich sich die Worte sind. Wollte Jesus damit sagen, zwischen dir und mir ist eine große Distanz? Wollte Jesus sagen, du bist ein kleiner, unbedeutendes Steinchen, ja? Ich bin der Fels, wollte er das sagen? Nein, was wollte er sagen? Er wollte sagen, was du gerade bekannt hast, ist wahr. Mein Leben, mein Sterben ist das Fundament der Gemeinde und du sollst mir ähnlich sein. Du sollst teilhaben daran. Schaut mal, was in Epheser steht. Das ist sehr interessant. Denn ganz dumm ist die Idee nicht, dass der Petrus hier Petrus genannt ist. Das ist sowieso keine dumme Idee, aber was ich sagen will, ist, die Falschinterpretation trifft ein bisschen was Richtiges. Der Petrus, schaut mal, was hier steht in Vers 19 und 20. Epheser 2, Vers 19 und 20. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der was? Seid ihr da in Vers 20? Auferbaut auf der Grundlage der? Der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Welche Rolle hat der Apostel Petrus? Welche Rolle hat der Apostel Petrus? In dem Vers hier. Er gehört mit zum Fundament. Was steht auf den Namen, was steht auf den Fundamenten von Neu-Jerusalem? In Offenbarung 21. Die Namen der 12 Apostel. Das heißt, der Petrus wird hier nicht so in die Ecke gedrückt, sondern der Punkt ist schon, dass Jesus sagt, du bist Petrus, weil du das erkannt hast, weil du mich als den einzigen Weg erkannt hast, weil du dich vom Vater leiten lässt, ist deine Aufgabe eine gewaltige, eine große. Du bist Teil der Gemeinde. Du bist Teil, oder anders gesagt, die Gemeinde baut auch auf deinem Zeugnis auf dem, was du für die Gemeinde tust. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass Jesus hier deutlich macht, durch deine Veränderung, durch deine Verbindung mit mir, bist du zu Petrus. Du bist zwar nicht der Fels, aber du bist ein Teil von ihm. Die Gemeinde selbst ist ja ein Leib von Jesus. Oder man kann die Gläubigen gar nicht mehr richtig von Jesus trennen. Und das ist der Punkt. Und er sagt dann in Matthäus 16, schaut mal in Matthäus 16 nochmal. Er sagt in Matthäus 16 und dort Vers 18, auf diesen Felsen will ich was bauen. Ich will auf diesen Felsen, was will er darauf bauen? Meine Gemeinde. Hier kommt zum allerersten Mal im Neuen Testament das Wort Gemeinde vor. Weiß jemand von euch, was Gemeinde auf Griechisch heißt? Genau, Ekklesia. Das sind wörtlich die Herausgerufenen. Das ist nicht Synagoge. Synagoge ist alle, die zusammenkommen, sondern Ekklesia sind alle, die herausgerufen sind. Und hier, ob ihr es glaubt oder nicht, an diesem Tag, an diesem Moment gründet Jesus seine Gemeinde. Er sagt, auf diesen Felsen. Jetzt, wo er mal keine Heilung machen muss und nicht immer predigen muss, jetzt mal Zeit mit seinen Jüngern hat, mit seinen 12 kleinen Jüngern, ja, schwach und halbverständig, wie sie sind, sagt er, pass auf, ihr glaubt, dass ich der Messias bin, oder? Haltet fest daran, das hat euch Gott gesagt, wenn ihr das weiter glaubt, seid ihr die Gemeinde. Darauf brauche ich meine Gemeinde, dass ich der Messias bin. Und wenn ihr das wisst und daran festhaltet, könnt ihr alles ertragen, was jetzt noch kommen wird. Ellen White beschreibt das so schön, sie sagt, an dem Tag, wie schwach und fiebel, also so schwächlich sah die Gemeinde Gottes aus. So ein Haufen, so ein Dutzend junger Männer, ja, ohne Bildung, alle um Jesus herum. Aber Jesus sagt, diese Gemeinde, die ich heute hier gründe, mit den paar Leuten, die mich erkannt haben und die von Gott gelehrt werden, diese Gemeinde, und er sagt hier, die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen.
Wir haben nicht die Zeit, jetzt ausführlich dieses Totenreich anzuschauen, aber wahrscheinlich könnt ihr euch denken, Totenreich heißt eigentlich was? Also, das ist griechisch Hades. Das Totenreich ist ein Bild für den Tod. Wer hätte es gedacht? Ja, ein Bild für den Tod. Es gibt ganz viele Bibelstellen, wo gesagt wird, nicht wahr? Er kam bis an die Pforten des Totenreiches. Ja? Also er wäre beinahe gestorben, zum Beispiel. Und schauen wir noch zum Schluss ganz wenige Texte an, sind wir gleich am Ende. In Hiob 38. In Hiob 38 und dort Vers 17. Dieser Begriff von den Pforten des Todes, da kommt ein paar Mal vor im Alten Testament. In Hiob 38, Vers 17. Da heißt es, Hiob 38, Vers 17, sind dir die Tore des Todes geöffnet worden oder hast du die Pforten des Todesschattens gesehen? Da spricht derselbe Jesus, der später hier auch redet zu Petrus, zu Hiob und sagt, kennst du es überhaupt? Kennst du die Pforten des Totenreiches? Und das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist natürlich, nein. Es gibt Dinge, die sind, Hiob hat keine Ahnung, was da wirklich los ist. Ja? Wenn also Jesus sagt, die Pforten des Totenreiches werden gegen die Gemeinde kämpfen, heißt es, es gibt Dinge, die wir als Menschen gar nicht verstehen. In diesem Kapitel sagt Gott ja ganz viele Dinge. Kennst du das? Weißt du das überhaupt? Du hast keine Ahnung, Hiob. Ja? Es gibt viele Dinge, die wir gar nicht verstehen können, die trotzdem gegen die Gemeinde kämpfen. Und eine praktische Anwendung davon ist, dass wir gar nicht wissen, was alles gegen uns als Gemeinde kämpft. Die gute Nachricht ist, wenn wir auf Jesus uns schauen, müssen wir gar nicht alles wissen, was gegen uns kämpft. Wir dürfen wissen, die Feinde können uns nicht besiegen, wie auch immer sie sind und was auch immer sie tun. Schauen wir ganz kurz in Psalm 9, Vers 14. Was könnte das zum Beispiel sein? Psalm 9, Vers 14. Da sagt David, Psalm 9, Vers 14, Herr, sei mir gnädig, sieh, wie ich unterdrückt werde von denen, die mich hassen, befreie mich aus den Toren des Todes. Also was ist seine Situation? Warum fühlt er sich den Pforten des Totenreiches so nahe? Was ist mit ihm? Er wird verfolgt. Er wird unterdrückt. Ja? Ist die christliche Gemeinde mal verfolgt worden? Ist sie unterdrückt worden? Ist sie gehasst worden? Das sind Pforten des Totenreiches. Noch eine andere Stelle. In Psalm 107, Vers 17 und 18. Psalm 107, Vers 17 und 18, dort steht, die Toren litten wegen ihres sündigen Wandels und um ihrer Ungerechtigkeit willen, ihre Seele verabscheute alle Nahrung und sie gelangten bis an die Pforten des Todes. Also, warum kommt hier jemand an die Pforten des Totenreiches? Aus welchem Grund kommt er an die Pforten des Totenreiches? Aufgrund seiner eigenen Sünde. Leidet die Gemeinde manchmal auch aufgrund ihrer eigenen Sünden? Leidet die Gemeinde darunter, dass die Glieder der Gemeinde mit Sünden viel dummes Zeug machen? Ja, aber Jesus sagt, die Pforten des Totenreiches, weder die Verfolgung von außen, noch die Konsequenzen der eigenen Sünde können die Gemeinde nicht überwinden, solange es eine Gemeinde gibt, die auf dem Felsen Jesus Christus steht. Die kann nicht überwunden werden. Aber jetzt kommt zum Schluss der allerinteressanteste Vers. Mit diesen Pforten. Schaut mal mit mir in 1. Mose 22. 1. Mose 22 und dort in Vers 17 und 18. Ihr kennt die 1. Mose 22, oder? In 1. Mose 22 haben wir die Geschichte von Abraham und Isaak. Abraham ist bereit, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und ihr wisst, ohne dass wir das jetzt ausführen, das ist ein Bild für die Bereitschaft des Vaters im Himmel, seinen Sohn zu geben. Und jetzt schaut mal in Vers 17 und 18. Darum, also ab Vers 16, ja, und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, eine ganz krasse Stelle, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll was machen? Er soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Also Gott, Jesus schwört dort im Himmel und sagt, pass auf, Abraham,
weil du das gemacht hast, weil du deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast, schwöre ich, dein Same soll das Tor der Feinde in Besitz nehmen. Frage, wer ist der Same von Abraham, der hier beschrieben wird? Jesus. Paulus sagt im Galaterbrief später, er spricht ja nicht von Mehrzahl, er spricht von Einzahl, er spricht von Jesus. Ist so wie in 1. Mose 3,15, nicht wahr? Der Same der Frau, das ist zuallererst Jesus, obwohl dann immer die Gemeinde auch mitgedacht ist, alle, die an Jesus glauben, nicht wahr? Petra, Petros. Aber zuallererst ist es Jesus. Und wie hat Jesus die Tore des Feindes in Besitz genommen? Welcher Feind ist hier gemeint? Von welchem Feind? Welcher Feind hat ein paar Tore, Pforten? Das Totenreich. 1. Korinther sagt später, der Feind, der zuletzt besiegt wird, ist der Tod. Als Jesus gestorben ist, hat er die Pforten des Todes in Besitz genommen, oder? Er hat den Satan, die Sünde und den Tod besiegt. Und deswegen sagt er, weil ich den Tod besiegt habe, kann der Tod der Gemeinde nichts mehr anhaben. Als er zu Petrus sagt, das ist, und damit hören wir heute auf, als er zu Petrus sagt, wenn du bei diesem Bekenntnis bleibst, wird die Gemeinde, die ich auf dieses Bekenntnis baue, für immer bestehen bleiben und die Tore des oder die Pforten des Totenreiches können sie nicht überwältigen, dann deswegen, weil er selbst, der Felsen, der Petra, bereit ist, die Pforten des Feindes in Besitz zu nehmen. Und deswegen, solange sie bei Jesus bleiben, sie immer bei dem Sieger sind, weil im Kampf zwischen Jesus und Tod hat Jesus gesiegt. Und wer bei Jesus bleibt, kann von den Pforten des Totenreiches nicht überwältigt werden. Und damit hat Jesus schon Überleitung geschaffen, um ihn zu erklären, wie das möglich ist, denn er selbst muss in das Totenreich hinab, nicht wahr? Um diese Stadt zu erobern, sozusagen, um von innen heraus den Tod zu besiegen. Das ist dann die Brücke, die dann schlägt, um in wenigen Minuten später dann zu sagen, was ihm passieren wird. Aber soweit ist Petrus noch nicht, nicht wahr? Aber da seht ihr, was Ellen White sagt, er gründet an diesem Tag seine Gemeinde auf seinen zerbrochenen Leib. Und sagt, wenn ihr daran bleibt, egal was passiert, könnt ihr nicht untergehen. Und das bedeutet für mich und für dich, wenn ich mit Jesus gehe, kann passieren, was will. Wir können nicht verloren gehen, solange wir auf dem Felsen stehen. Und die wichtige Botschaft an Petrus war, sei dir bewusst, du musst bei Jesus bleiben, sonst verlässt du den Felsen. Nur wenn du auf Jesus schaust und von Gott gelehrt wirst, dann stehst du auf dem Felsen. Nur wenn du dem Petra folgst, kannst du ein Petros sein. Dann bist du nämlich Jesus ähnlich. Wer von uns möchte sagen, ich möchte auf dem Felsen Jesus stehen. Komme, was da wolle. Und ich möchte mich nicht ablenken lassen, sondern von ganzem Herzen auf meinen Erlöser vertrauen. Ist das euer Wunsch? Dann lasst uns doch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass dein Wort so klar und deutlich ist. Dieser Vers ist eigentlich gar kein Mysterium. In Wirklichkeit ist eine so wunderbare und schöne Verheißung, dass wenn wir auf Christus bauen, wenn wir jeden Tag in seiner Gegenwart leben, so wie Petrus in seiner Gegenwart lebte, und wenn wir dem glauben, was er sagt, und ihn als unseren persönlichen Heiland annehmen, als unseren Messias, dann kann der Satan uns nicht überwältigen. Und Herr, mach uns bewusst, dass das bedeutet, dass wenn wir überwältigt worden sind in unserem Leben, das nicht einfach an unserer Schwäche lag, sondern daran, dass wir den Kontakt zu Jesus und damit zu dir vernachlässigt haben. Und wir sehen auch im Leben von Petrus, und wir werden es die nächsten Wochen ja noch anschauen, dass er selbst in dem Moment in der Gefahr stand, wieder wegzugehen und sich auf sich selbst zu verlassen. Und Herr, so möchten wir dich bitten, dass wir diese Lektion verstehen, dass wir von dir abhängig sind und dass du uns führst und dass, wenn wir auf dich vertrauen, wir nicht überwunden werden können. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.